Hallo bei dem Spielzeugtester. Hallo. Heute zeigen wir euch die Violetta Kosmetikkarten. Richtig. Die haben wir bei BR gefunden. Ihr fragt ja immer, wo wir sowas finden oder herhaben. Und die haben 1,50 Euro gekostet nur. Ich zeige euch die mal von nahen. Drei verlosen wir und drei können wir noch aufmachen. Drei könnt ihr gewinnen. Genau, Hanna sagt das schon richtig, da ist ein Mini-Make-up-Set drin, Lipgloss oder Lidschatten. Und das ist so groß, dass man das überall mit hinnehmen kann. Und wir haben 6 Stück. Und 3 verlosen wir. Genau, 3 Stück, also 3 Kinder können gewinnen. Und 3 Stück macht Hanna auf. Jetzt machen wir das. Der Anfang. Okay. Ich bin gespannt. Was ist das? Oh, sogar mit kleinen Diamanten. Okay, hier ist noch eine kleine Broschüre dabei. Das kann man auch abmachen. Oh, wow. Plus 12 laminierte Karten. Ja, Lipgloss. So viele verschiedene gibt es. Ich hoffe jetzt, dass wir mal 3 verschiedene aufmachen. Vielleicht kann man das gleich ein bisschen fühlen. Und Lidschatten. Es sind Diamanten dabei. Einen kleinen Schlüsselanhänger. Oder so ein Anhänger halt, ne? Ja. Und hier kann man sich damit schminken. Genau. Und vorne ist sogar noch ein Bild von Violetta und ihren Freundinnen. Zeig das mal den Kindern. Da. Du hast genau die Hände da drauf, Hanna. Genau. In der Mitte, das ist Violetta. Und ich denke, das, was du da hast, ist Lidschatten. Das kann man ja auch. Das ist allerdings Creme-Lidschatten. Ein bisschen mit Glitzer. Ja, und jetzt machen wir die. Nee, du kannst mal ein bisschen mit den Fingern reingehen und hier auf deinen Handrücken machen und gucken, ob das funktioniert. Ja. Siehst du was? Das funktioniert. Nimm mal eine grüne Farbe oder das Lila. Lila. Lila ist das da. Wie fühlt sich das an? Das war ein bisschen viel, Schnucki. Das kann man besser sehen. Das kann man gut verblenden dann. Zeig mal. Ja. Das ist wirklich so ein glänzender Lidschatten. Man braucht nicht viel. Du willst ja nicht aussehen wie... Weiß ich nicht wie. Wie Humpty Dumpty, genau. Das gehört aufs Augenlid. Orange? Da oben rauf. Aber orange, weiß ich nicht. Nee, Schnucki, das war die Augenbraue. Aber ich würde sagen, wir machen mal die nächste auf und schauen, was wir da drin haben. Ja. Nein, also es ist schon mal ein anderer Anhänger. Und ein Riff. Oh, tatsächlich. Und ein anderer hier. Ja, ein hübscher Anhänger und ein anderes Bild. Ja. Kannst du das aufmachen? Ja, das habe ich auch irgendwo geschafft. Ist da immer noch ein Gummiband drum? Ja, das ist mein Gummiband. Wir müssen gleich mal deine Hand zeigen, das wie schön. Das ist ja von... Boah! Das ist Glitz. Zeig mal. Habe ich selbst gesehen. Immer wenn ich dabei bin. Haben wir immer Glück. Wow, ist das schön. Das sieht toll aus. Also ich sehe gerade, dass hier auf der Rückseite hinten drauf steht, dass das wirklich Lidschatten war. Und das ist Lipgloss. Das heißt, man kann sich ein bisschen nehmen, Hanna. Ich möchte pink. So. Und dann legt das auf die Lippen. Ich möchte lila. Okay, nicht so viel. Und dann auf die Lippen. Genau. Oh, du glitzerst toll. Genau. Haben wir ein Glück. Welche möchtest du jetzt noch aufmachen? Die dritte? Ja. Darf ich mal fühlen nochmal? Mhm. Schwer zu sagen. Meinst du, du hast nochmal Glück? Okay, warte, ich schneide auf. Guck mal. Sieht anders aus. Das ist eine andere.
Wir haben dreimal Glück gehabt. Super. Ja, das ist auch Glück. Das kann man auch Glück. Genau, und die drei hier, die verlosen wir dann. Warum ist immer da? Und ihr müsst, vielleicht damit das nicht auseinander geht, weil die Karte, die schützt das gleichzeitig ein bisschen. Weißt du, wenn du die Karte so rüber machst, dann kommst du nicht aus Versehen auf die Farben drauf, verstehst du? Und das darf ich mal sehen, was das ist? Das ist nochmal für die Augen. Lidschatten. Finde ich gut, dass es hinten drauf steht. Ich zeige euch die beiden, die alle drei nochmal von nahen. So, was sagst du zu deiner Ausbeute, Hanna? Das ist ja gut. Ich finde das auch ziemlich cool, vor allen Dingen für den Preis. Das kann man. Darf man das auch bitte auf die hier machen? Wenn du das möchtest, kannst du das auch auf die Finger machen. Und um zu gewinnen, wie gesagt, drei Kinder, jeder kriegt eine Tüte, müsst ihr uns bloß in die Kommentare schreiben, dass ihr gewinnen möchtet. Mehr nicht. Alles Weitere steht in der Infobox. Ich habe vier. Das war der Lipgloss, glaube ich. Ne? Und die anderen beiden waren die Lidschatten. Den darfst du auf die Lippen machen und die kommen auf die Augen. Aber Hanna macht sich damit die Nägel schön. Ja. Schaut mal, wie toll der glitzert. Wow. Und der Tisch glitzert jetzt auch. Ja, jetzt mache ich voll schöne Glitzersachen. Viel Glück bei dem Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Bei den Spielzeugtestern. Tschüss.